Mein jetziger Gast meint, dass der ICO-Markt sehr viel strenger reguliert werden muss. Aber ist das nicht gerade ein Vorteil des ICO-Marktes, dass er eben nicht so streng reguliert ist? Würde das nicht Liquidität abziehen? Genau diese Fragen und noch einige mehr wollen wir jetzt klären mit Professor Dr. Malte Prettl von der RWTH Aachen. Die erste Frage leite ich direkt an Sie weiter. Warum muss der ICO-Markt aus Ihrer Sicht strenger reguliert werden? Ich glaube, dass was wir momentan sehen, ist, dass irrationale Entscheidungen von Investoren getroffen werden. Und die müssen wir im Prinzip verhindern. Und Regulierung kann dabei helfen, Investoren quasi davor zu schützen. Was konkret meinen Sie mit irrationalen Entscheidungen? Schlussendlich, auch hier müssen wir immer wieder konstatieren, am Aktien-, am Anleihenmarkt, genau. Hier werden tagtäglich irrationale Entscheidungen getroffen. Aber der Aktienmarkt ist ein gutes Beispiel. Wenn Sie einen Unternehmen an die Börse bringen, das ist ja so ähnlich wie ein ICO, nur mit richtigem Geld und nicht Coins, dann gibt es eine Lock-up-Periode. Also das heißt, 6 Monate lang zum Beispiel kann das Management einfach nichts verkaufen. Diese Lock-up, das ist beim ICO-Markt komplett freiwillig momentan. Manchmal weiß man es nicht mal und man kriegt sie nicht mal bindend eingeführt. Aber Lock-up macht jetzt wissenschaftlich, aber auch insgesamt einfach viel Sinn, weil was wäre denn, wenn das Management direkt am ersten Tag alle Coins verkaufen könnte? Das würde die Coins total unter Druck bringen und würde den Wert den Investoren im Prinzip wegnehmen, die ja gerade investiert haben, weil sie auf eine Wertsteigerung hoffen. Und sowas wäre ein einfacher Punkt, dass man sagen würde, wir am Aktienmarkt, wir haben bei den IPOs eine Periode, in der das Management nicht verkaufen darf. Warum gibt es das im ICO-Markt nicht? Ist der ICO-Markt überhaupt regulierbar? Ja, das ist eine gute Frage, weil es, glaube ich, ziemlich schwer ist. Was wir erkannt haben, ist, dass quasi Unternehmen in nicht regulierte oder weniger regulierte Märkte flüchten. Das heißt, ihren ICO aus Malta beispielsweise herausmachen, statt eben hier auf irgendeiner anderen Plattform. Und dann muss man sich genau die Frage stellen, und das ist auch der wichtige Punkt bei Regulierung eben, also rational oder gut zu regulieren, nicht zu überregulieren. Oh Gott, da kommt man fast ins Stottern bei diesem Begriff. Und das sollte man beachten. Das heißt, wenn man zu viel macht, dann flüchten die Investoren quasi respektive die Unternehmen in diese Länder wie Malta. Und was wir momentan sehen ist, und das ist auch gefährlich, dass Unternehmen, die aus Malta oder aus diesen Staaten ihre ICOs machen, mehr Geld einsammeln als Unternehmen in regulierteren Märkten. Also die Gefahr sehen wir heute schon. Schauen wir uns die Investoren etwas näher an. Viele Investoren schätzen es eben gerade, dass der ICO-Markt nur wenig bis gar nicht reguliert ist. Würden diese dann nicht einfach ihre Gelder abziehen, wenn dieser Markt tatsächlich reguliert werden würde? Das ist richtig. Das wird kurzfristig passieren und das ist auch okay. Aber vergleichen Sie es mit 99/2000. Da hatten wir auch eine Zeit, da wollte jeder auf einmal irgendwann ins Internet investieren. Dann ist die Blase geplatzt und dann wurde dem Markt erstmal über eine ziemlich lange Zeit sehr viel Geld entzogen. Und ich finde, das muss man doch verhindern. Man muss doch von Anfang an versuchen, diesen Markt, mit den Erfahrungen, die wir 99, 2000, 2001, 2002, da wurden ja auch die Börsenregeln verschärft. Einfach die Erfahrungen, die muss man nehmen und sagen, okay, warum wenden wir die nicht auf den ICO-Markt an? Damit erziehen wir kurzfristig Geld, das ist wahrscheinlich richtig, aber langfristig ist in dem Markt deutlich mehr Geld drin. Schauen wir uns dann die Emittenten noch etwas näher an. Würde der Markt stärker reguliert werden? Würde es dann überhaupt noch so viele Emissionen geben? Wahrscheinlich wird es weniger Emissionen geben, aber das ist ja nicht so schlecht. Der Markt würde bereinigt, und zwar von unten. Es würden spannendere Unternehmen auf den Markt kommen. Und die gibt es ja zweifellos. Das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Und Crowdfunding haben wir es ja auch gesehen vor 10 Jahren. Wir haben selber eine Crowdfunding-Plattform gegründet. Da hatten wir dort Unternehmen drauf, die wahrscheinlich eine Finanzierung nicht verdient hätten. Oder zumindest haben die sich bei uns gemeldet und wollten da dann drauf. Das hat dazu geführt, dass die ganzen Geschichten, die dort geschrieben wurden, im Prinzip nicht wirklich schön zu erzählen sind. Heute ist das Crowdfunding auch erwachsen geworden und die Unternehmen müssen sich ganz anders präsentieren und es kommen nicht alle durch und das wäre, glaube ich, am Ende für alle ein Vorteil. Die Gretchenfrage zum Abschluss. Aus wissenschaftlicher Sicht, aus nicht wissenschaftlicher Sicht haben wir die Frage schon an anderer Stelle beantwortet. Muss der ICO-Markt vielleicht sogar zwingend reguliert werden, um tatsächlich erwachsen werden zu dürfen?
Ich glaube, das ist im Prinzip der Fall. Man muss sehr behutsam da dran gehen, man sollte es machen, man sollte ein paar Regeln einführen und die kann man dann auch sehr transparent nachlesen. Wenn man das macht, dann entzieht man ihm zwar kurzfristig Geld, aber mittel- und langfristig fließt da sehr viel mehr Geld rein. Und das ist ehrlich gesagt sehr spannend, weil ich meine, wir vergleichen heute den Bitcoin immer zum Euro und zum Dollar, aber vergleichen wir doch mal ein paar von den Coins zu Währungen wie dem Peso oder anderen und dann haben wir auf einmal, wir werden ein paar Währungen haben, die richtig Bestand haben werden, weil spannende Projekte dahinter liegen und das ist dem Markt ja zu wünschen. Das war ein schönes Schlusswort von Professor Dr. Malte Brettl von der RWTH Aachen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.